Also die Elite des des Deutschbundes der DDR, an der Spitze Herr Ewald, der mir sehr feindlich gegenüber gesinnt war, ja, da hat der beschlossen, 1974 alle Sportarten, die nicht olympisch sind, ja, die wurden von Weltmeisterschaften, von Olympiaden, Jugendweltmeisterschaften, Mannschaftsmeisterschaften ausgeschlossen. Es war also ein schrecklicher Tag, wo dieses verkündet wurde. Sie können sich vorstellen, junge Menschen, die jetzt denen das Ziel jetzt geraubt wurde, sagen wir mal, Spitzensportler zu werden, hatten jetzt keine Motivation mehr. Sie durften ja nur in den sozialistischen Ländern noch an Meisterschaften teilnehmen. Und das war natürlich auch für uns als Schachspieler so. Wir hatten damals 5 Großmeister. Wir waren eine richtig tolle, gute Mannschaft. Und plötzlich war mit diesem Tag eigentlich der Tod, kann man fast sagen, für jede Aktion, sprich Weltmeisterschaften, sprich Olympiaden. Wir haben eine eigene Schacholympiade, das muss ich noch hinzufügen, die bei uns alle 2 Jahre ausgeführt wird. Aber das war natürlich ganz, ganz schlimm. Wir haben viele Jahre gekämpft, um das irgendwie rückgängig zu machen. Es war alles erfolglos. Und natürlich hat das auch dann gelähmt. Und der Fleiß der Spieler ist natürlich dadurch auch eingeengt worden. Es wurde dann natürlich nicht mehr diese Härte, denn es waren keine großen Ziele mehr zu erreichen. Ich hatte das, jetzt muss ich noch hinzufügen, ich war der Einzige, der das große Glück hatte, weil ich zur damaligen Zeit zu den Top 10 der Welt gehörte, ja, dass ich ab und zu diese Erlaubnis kam, da und dort zu spielen. Aber ich glaube, das erzähle ich noch besser, denn da gibt es eigentlich einige Sachen, die also jetzt zeigt, wie wir alle diskriminiert wurden. Also es war so, die DDR hat nur die Leute in die Welt geschickt, die Goldmedaillen gewonnen haben, die Olympiasieger waren, also zumindest die Gold, Silber oder Bronze erzielen konnten. Ja? Und das war natürlich, um ihre Dominanz zu zeigen, dass die DDR sehr stark ist, ja, auch im Sport. Aber das war beschränkt auf gewisse Sportarten nur. Und das war für alle anderen natürlich diskriminierend im höchsten Sinne.